Bei der Schmetterlingskrankheit löst sich die Haut bei der kleinsten Berührung und unerträgliche Schmerzen sind die Folge. Heilung gibt es noch keine. Doch jetzt, nach 18 Jahren intensiver Forschung, gibt es für die Betroffenen dieser seltenen Erkrankung einen Funken Hoffnung. Innerhalb von einer Sekunde der Unaufmerksamkeit von einem selber oder im Umfeld kann es einfach passieren, dass man sich verletzt. Und ja, Verletzungen können bedeuten, dass man danach wochenlang nicht gehen kann, dass man einfach auch so große Schmerzen hat, dass man sich nicht gut konzentrieren kann. Epidermolysis bullosa, kurz EB genannt, eine angeborene, folgenschwere und derzeit noch nicht heilbare Hauterkrankung. Betroffene sind auch als Schmetterlingskinder bekannt, denn ihre Haut ist so verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Die Körperpflege und die Verbandswechsel sind ein großer Teil des Alltags. Es kann mitunter mehrere Stunden dauern, kann auch sehr schmerzhaft sein. Stundenlange Verbandswechsel gehören zum Alltag eines Schmetterlingskindes. Bei Betroffenen kann sich bei jeder Berührung bereits eine Blase oder Wunden an der Haut bilden. Ich kann mich noch erinnern als Kind, hat schon angefangen beim in die Dusche gehen, weil einfach oft das Duschen oder das Baden schon wehgetan hat. Ich kann mich erinnern an viele Kämpfe mit meinen Eltern, weil ich einfach nicht duschen gehen wollte, weil ich auch wusste, okay, nach der Dusche heißt das dann stundenlang still sitzen und verbinden lassen. Das ist heutzutage bei mir glücklicherweise etwas besser geworden, aber ich weiß noch von vielen anderen Betroffenen, dass das immer noch ihr täglicher Alltag ist. In Österreich leben rund 500 Personen mit Epidermolysis bullosa. In Europa sind in etwa 30.000 davon betroffen. Eine völlige Heilung gibt es derzeit zwar noch nicht, doch es gibt Hoffnung für Patientinnen und Patienten. Forschung ist natürlich die Hoffnung Nummer eins. Denn bei diesen vielen Symptomen bis hin zu Hautkrebs muss man was tun. Rainer ist nicht nur der Vater von Lena. Er beschäftigt sich auch seit Lenas Geburt mit EB, welche folglich zur Gründung des Vereins Debra Austria geführt hat. Seit 2005 gibt es die weltweit erste Spezialklinik für EB am Salzburger Universitätsklinikum. In dem internationalen Expertisezentrum wird seither geforscht. In der Forschung ist ein Riesendurchbruch passiert. Es gibt jetzt eine Creme, die die Wundheilung fördern soll. Das ist sehr erfreulich aus mehreren Gründen, weil erstens einmal jetzt mal das allererste Medikament für EB zugelassen wurde. Das ist schon für sich ein großer Erfolg und hat aber auch eine ganz wichtige Wirkung jetzt rundherum auf diese Behörden, die zum ersten Mal diese Erkrankung am Radar schirm haben. Man muss bedenken, es gibt 36.000 Erkrankungen, diese Behörden kennen die alle nicht im Detail. Das heißt, wenn die jetzt konfrontiert werden mit so einem Zulassungsantrag, dann beschäftigen sie sich mit diesen Dingen und kennen das mal. Weitere Medikamente können in Zukunft somit bereits schneller zugelassen werden. Ich kenne jetzt nicht im allerletzten Detail die Empfehlung, wie man das verabreicht. Aber soweit ich weiß, ist die Empfehlung, dass sie, glaube ich, 20 Tuben verwenden hintereinander, um sozusagen einen kontinuierlichen Verlauf zu haben. Eine Tube kostet 400 Euro in etwa, also auch in allen anderen Ländern in etwa. Es ist ein teures Vorgehen. Viele Betroffene können sich dieses nicht leisten. Immer wenn so ein Medikament zugelassen wird, dann sieht sozusagen die gesamte Industrie, das läuft ja nicht hinter den Kulissen, sondern die gesamte Industrie bekommt das auch mit. Und somit ist jetzt die EB auf dem Radarschirm auch sozusagen der Industrie. Und wir hoffen, dass das auch Firmen dazu bringt, dass sie einsteigen und sagen, okay, der Amrit ist sowas gelungen, lass uns doch das auch probieren. Und das ist sozusagen auch der große Vorteil. Die Wirkung ist da, keine Frage, aber das Filsuvez selber ist natürlich noch nicht jetzt aus Patientensicht, muss ich das jetzt einschränkend sagen, der große Durchbruch, weil wir wollen ja wirklich versuchen, dass vielleicht Blasen gar nicht kommen. Auch wenn das erste Medikament für Epidermolysis bullosa noch nicht die optimale Lösung für Betroffene ist, für die Forschung ist es ein großer Schritt in Richtung Heilung.